Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei No Place Like Home. Und diesmal haben wir ein bisschen andere Musik im Hintergrund. Ich hab's jetzt getan, ich habe Geld ausgegeben für die Musik, damit das Spiel vielleicht ein bisschen besser wird. Ich habe ein bisschen Musik ausgesucht, wir mussten echt Musik aussuchen. Ich konnte nicht einfach eine random Playlist anmachen oder so, das wäre einfach... Die Musik war teilweise so episch, die da in der Liste ist und so, deswegen... Ich musste da so ein bisschen was suchen, was so ein bisschen mehr sich zurücknimmt. Wie man gerade im Hintergrund hört. Passt gleich nicht immer hundertprozentig zum Spiel, aber ich glaube, insgesamt wird es trotzdem deutlich angenehmer, die Musik. Hi Elvis, schön, dass du auch wieder da bist. Du bist jetzt übrigens Abonnent bei mir. Hast von mir ein Geschenk bekommen. So. Und wer sich fragen sollte, ist das das gleiche Lied wieder? Ach, der hat jetzt eine Endlosschleife drin, Moment. So, Moment, ich muss auch mal Shuffle machen und dann machen wir einfach so. Wer sich fragt, was für Musik das ist, woher ich die habe, wie viel das kostet und so weiter. Das ist Epidemic Sound und kostet 12 Euro im Monat. Außer ihr zahlt direkt 120 Euro auf Einschlag, dann kostet es 10 Euro im Monat. Genau. Genau, das habe ich jetzt gemacht. Für euch da draußen. Für euch. Damit ihr dieses Let's Play hier noch mehr genießen könnt. Was ihr vermutlich ohnehin nicht tut, weil keiner zuschaut. Aber ist egal. Ich habe es trotzdem getan, weil ich euch lieb habe. So. Hat gar nichts damit zu tun, dass ich selbst wahnsinnig geworden bin bei der Spielmusik. Nein, nein. Nein, 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 nein. Niemals. Niemals. So, und dann können wir das Ding jetzt hier in der zweiten Stufe direkt holen. Jetzt machen wir Kohle, liebe Freunde. Jetzt machen wir richtig Kohle. Wartet's nur ab. Ah, die Musik ist schön, oder? Die Musik ist schön. Bei so schöner Musik hat man direkt das Gefühl, warum ist das nicht von Anfang an so in dem Spiel, so Musik? So. So, so, dann machen wir hier das Ding hin und dann machen wir auch ein zweites Ding hier hin. Und dann müssen wir mal schauen, wo wir die hin platzieren. Aber ich nehme mal an, wir machen die einfach hier vorne hin. Geht das? Nee, ne? Nee. Ach, das ist ja wieder ein Upgrade. Stimmt, ich erinnere mich. Man muss das hier wieder upgraden, ne? Man muss das wieder auf das alte Ding draufsetzen. So war das. So. Dann können wir da erstmal eine Nacht schlafen gehen. Wir sollten vielleicht nochmal eben kurz wässern. So, da ist Napoleon Bonaparte. So. Müll ist noch nicht fertig, ne? Doch. Ganz bald mit dem Müll. So. Ich denke, mal schlafen. Ich hoffe, euch gefällt die Musik. Meine schöne, exzellente Auswahl hier, die ich schnell gemacht habe, von 25 Liedern. Und zwischen den Parts jetzt hier und dem nächsten Part werde ich wieder ein paar Lieder suchen. Ich weiß, dass ich einen Boden bauen kann. Ich weiß das alles. Ich habe das alles schon gesehen. Ich weiß ja, was man bauen kann. Ich weiß ja alles, was man bauen kann im Spiel. Das wird einem ja angezeigt. So, Moment. Dann packen wir hier mal... Okay.
Aber ich weiß das. Man kann jetzt ja alles sehen, was man bauen kann. Dann nur hier rangehen, da kannst du alles sehen, was du bauen kannst. Deswegen weiß ich, dass es hier einen Brunnen gibt. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen mit den Samen. Wir müssen auch noch mehr Samen produzieren, fällt mir gerade ein. Wir müssen noch ein paar Erdbeeren hier reinpacken. Erdbeeren sind gut. Erdbeeren sind super gut. Ich glaube auch, wir haben auch nicht mehr so viel Samen. Wir haben jede Menge Gänseblümchen-Samen. Das lohnt sich ja nicht so wirklich mit den Gänseblümchen. Ich weiß gar nicht, ob man die auch ernten kann nachher oder so. Keine Ahnung. So. Wir müssen unser Inventar irgendwie ein bisschen entleeren, wenn ich ehrlich bin. Oder wir gehen einfach eine Runde schlafen eben. Da haben wir das Geld für die Upgrades. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Gänseblümchen gar nichts bringen. So, dann holen wir nochmal ganz kurz Müll. Dann haben wir es geschafft, meine lieben Freunde. Wir haben bald endlich den ganzen Müll verarbeitet. Unfassbar. Dass ich das mal sagen würde. Sehr bald. So. Dann wollen wir mal schlafen. Ach nee. Dann gehen wir gleich mal schlafen. Aber ich brauche gar keinen Brunnen, wenn ich ehrlich bin. Das Wasser ist so nah. Also die 5 Sekunden, die machen die Kohle nicht fett. Sprenkler kann ich nicht später gebrauchen, auf jeden Fall. Aber erstmal muss ich die Upgrades holen. Das ist das Wichtigste. Aber sag mal so, das mit den Epidemic Sound ist auch nicht so schlimm, dass ich Geld dafür ausgebe, weil ich will die Musik sowieso für ein Let's Play von Minecraft nutzen, irgendwann. Diese schöne Musik hier im Hintergrund. Also nicht nur die, sondern andere auch, natürlich, aber ihr versteht schon, was ich damit sagen will. Ihr seid nicht dumm. So. Und ich habe lieber Musik, wo ich die Rechte besitze, statt irgendwie auf YouTube zu gucken nach irgendwie Copyright-Free Music und dann ist sie am Ende doch nicht Copyright-frei. Weil es passiert oft genug. Und ich bin halt jetzt in der Verantwortung, auch einfach die Rechte zu checken, dass ich auch wirklich die Rechte habe an dem, was ich hier nutze. Und an diesen Musik, die im Hintergrund ist, habe ich jetzt die Rechte, sie zu nutzen. Okay, das ist ein bisschen, man, das kann ich noch reinpacken, aber na gut. Packen wir mal ein bisschen Kartoffeln und sowas da rein, das andere Ding. Okay. Ich glaube, die Gänseblümchen wachsen nie komplett aus, kann das sein? Das ist nur wegen irgendwelcher Tiere, die dann Gänseblümchen wollen oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber ich krieg die ja nie geerntet. So. Okay, dann schauen wir mal. Jetzt will ich bestimmt wieder ein Upgrade holen. Und zwar, was ist das denn? Ein Orange, okay. Wir können das bald holen, aber erstmal machen wir die Müllpresse. Und dann machen wir noch ganz kurz die größeren Wasserbehälter. Wir haben, glaube ich, noch ein kleines Upgrade, was wir machen konnten, ne? War das hier? Nee. Nee. Hier, also das habe ich schon gemacht. Und das geht noch nicht. Das kommt erst bald. Okay, Paprika brauchen wir auf jeden Fall bald. Ach so, wir können Wasserbehälter sogar nochmal upgraden. Dann machen wir das doch eben. Ja, ich werde auch Core Keeper angucken, aber nicht mal heute, denke ich. Ich werde heute noch ein bisschen Tunic spielen nachher. Ich glaube, da habt ihr auch Bock drauf. Tunic ist super. Ich liebe Tunic. Tunic ist ein super tolles Spiel. Also für alle Leute, die das Let's Play vielleicht doch irgendwann auf YouTube sehen, weil es doch hochgeladen wurde, wenn ich jetzt schon Geld dafür ausgegeben habe, also nochmal extra Geld,
Da kommt es bestimmt auch, aber wer ja noch nicht Tunic geguckt hat auf meinem YouTube-Kanal, kann ich nur sehr empfehlen. Tunic ist ein sehr tolles Spiel. Bin ich sehr verliebt drin in das Spiel. So, was hatte ich jetzt? Ach ja, ich habe jetzt mehr Wasser, ne? Mal gucken. Ach, das ist ordentlich Wasser. Guck mal, ich kann jetzt einfach hier spritz und es geht nicht leer. Ich kann einfach überall alles rumspritzen. Ich habe jetzt fast nichts verbraucht von meinem Wasser. Ach, schon nice. So, wir können jetzt eigentlich warten, bis das hier durch ist, weil dann können wir jetzt... Nee, wir können auch nicht das letzte Upgrade holen, aber bald. Aber ich glaube, die Müllpresse ist durch, oder? Natürlich. Auch bald ist unser ganzer Müll endlich verarbeitet. Ich bin so froh, wenn das alles weg ist. Und ihr merkt auch schon einfach, wie glücklicher ich bin jetzt, wo die Musik anders ist, ne? Ihr merkt das einfach, glaube ich. Ich bin einfach viel fröhlicher und happier, ne? Fröhlicher und happier. Ich mache einfach doppelt gemoppelt. Einmal englischen Anglizismus und einmal nochmal auf Deutsch, damit man es wirklich versteht, wie glücklich ich gerade bin. Darüber, dass ich endlich schöne Musik in den Ohren habe. Die Musik in dem Spiel ist echt nicht gut. Ja, wenn Gartenarbeit, wenn alles so... Elvis, warte mal ab. Ich zeig dir gleich mal was. Wenn ich hier das Upgrade dann gleich habe, hoffentlich. Ich brauche nur das eine Upgrade, dann habe ich alles, was ich erstmal brauche. Ist das Mario-Ding durch? Nein, ist es nicht. Leider nicht. Moment. Das Mario könnte ich vielleicht noch gebrauchen für irgendwas. Aber die Tomaten brauchen wir nicht und die Kartoffeln auch nicht. Das können wir alles mal hier reinpacken. So. Okay. Und packen wir die Äpfel auch noch rein. Wir gehen nochmal ganz kurz eine Runde schlafen. Ich zeig dir gleich mal was, Elvis. Und dann sagst du mal, wie schön das wohl wäre, wenn das im echten Leben so geht. Ich weiß. Ist mir schon bewusst, dass man ins neue Gebiet dann muss, um neue Sachen abzubauen. Das ist mir schon bewusst. Die Gameplay-Loop verstehe ich schon. Auch wenn ich vieles nicht in meinem Leben verstehe, ja, das verstehe ich dann doch schon. So, das dürfte jetzt bestimmt ordentlich viel geben hier. Das dürfte gut geben. Aber ich habe, glaube ich, nicht mehr genug. Doch, ich habe genug zum Konservieren. Ach, wir haben die Erdbeersamen vergessen, ne? Wir können nochmal Erdbeeren anbauen, wenn ich ehrlich bin. Jetzt dürften wir ordentlich Erdbeeren haben. Und zwar ordentlich 18. Ich dachte, es wären mehr. Die Gänseblümchen bringen einem gar nichts, kann das sein? Sehen nur schön aus. Ja, aber man kann die auch abbauen. Ich glaube, die sehen einfach nur schön aus, oder? Aber die Erdbeeren kann ich zum Beispiel nicht wieder abbauen. Ich glaube, das sind einfach nur Blumen zum schönen Aussehen. Die Musik erinnert mich so ein bisschen an Assassin's Creed gerade im Hintergrund. Finde ich sehr, sehr schön. Also sind schon echt richtig Quality-Tracks dabei, muss ich sagen. Ich werde hier noch Werbung für Epidemic Sound machen, das ist ja unfassbar. So, wir haben bald all unseren Müll verarbeitet. Das will man mehr im Leben. So, Elvis, gleich siehst du es. Ich muss noch ein oder zweimal Geld machen, dann habe ich's. Was ich brauche, um weiterzuspielen. Also weiterzuspielen, die Haupt-Gameplay-Loop. Erdbeer mit Schlagsahne. Lecker, lecker. Ja, Erdbeersaison ist ja jetzt auch gerade wieder, ne? Es ist auch jetzt. Also sehr bald, zumindest ist bald Erdbeersaison. Dürfte nicht mehr so lange dauern. Frische deutsche Erdbeeren. So. Ja, so März, April, ne? März, April ist, glaube ich, Erdbeeren. Oh, habe ich das zweite Ding nicht voll gemacht? Doch. Habe ich aus Versehen nicht auf den Button gedrückt? Oh. Ich habe nicht auf den Hot-Button gedrückt, aber ich habe trotzdem genug. Passt also alles. Ja gut, Spargel kannst du mich mit jagen. Spargel mag ich gar nicht, aber ich weiß, dass viele Leute sehr gerne Spargel essen. So. Okay, unser Inventar ist relativ voll. Ich versuche nochmal ganz kurz ein bisschen was in die Truhe zu packen. Und dann schauen wir mal.
Ich kann, oh mein Gott, ich hätte gerne so eine Taste sortieren, aber geht in dem Spiel leider nicht. Die Dinger sollte ich vielleicht behalten, weil die für den Quest vielleicht wichtig sind. Ah, das reicht jetzt. So, dann gehen wir mal los. Dann zeige ich dir jetzt mal was, Elvis. Ah ja, wir können ja teleportieren. Hier ist noch gar nicht so schlimm, Elvis, aber gleich. Warte mal ab. Aber jetzt denkst du dir erstmal, oh, was für eine schöne Welt. Ist ja alles so schön hier. Alles grün und schön, aber warte mal ab. Oh. Ich zeig dir gleich, wie schön das ist. Wie kann man Spargel nicht mögen, weil man es halt nicht mag? Ich mag auch Pilze nicht, Elvis. Ich mach mich unbeliebt. Gleich erstmal D-Abo von Elvis. So. Das Spiel dreht sich darum. Ich habe das Upgrade nicht geholt, aber egal dann. Das Spiel dreht sich darum, Müll abzubauen. Das ist kein Witz. Du läufst hier rum und baust Müll ab. Und dann saugst du ihn ein mit dem Staubsauger. Ich stell dir mal vor, dass im echten Leben wäre es so einfach, was aufzuräumen. Einfach mit dem Bohrer durch und aufsaugen. So. Einfach den Müll wegsaugen. Ja, aber stell dir mal vor, du hast so einen starken Staubsauger, der auch nur den Dreck wegsaugt, ne? Nicht die Bäume und alles, nee, nee. Der Staubsauger, der ist so clever, der saugt nur an Dreck. So. Okay. So, wir müssen gleich noch das Upgrade eben holen, bevor ich jetzt gleich weitermache. Ich guck mal kurz, wo der Gulli hier hinführt. Der Staubsauger ist ein bisschen komisch. Der kann nichts ansaugen, was unter ihm ist. Okay. So. Okay, wisst ihr, was ich jetzt eben kurz mache? Ich teleportiere mich ganz kurz wieder nach Hause, um das Upgrade zu holen. Dann gehen wir da nochmal hin. Ich will das Upgrade haben. Dann können wir noch in eine andere Region gehen. Wir können auch ein anderes Gebiet aufsuchen, glaube ich, dann, wenn wir das Upgrade holen. Ich weiß auch gar nicht, sieht nicht so aus, als gäbe es noch mehr Upgrades als das, oder? Also könnte dann sein, dass es dann, dass das letzte ist neben dem hier, der Elektroschrott, aber da müssten wir jetzt da fast überall hin können. Schauen wir mal. Der Fußweg ist echt ein bisschen lang, muss ich sagen. Wir sollen es also, am besten sollten wir es jetzt durchziehen, was wir jetzt tun. Wir sollten jetzt einfach dranbleiben.
Ach ja. Da bauen wir jetzt noch mehr Müll ab. Ein Huhn saugen bitte. Das geht nicht. Das, wie gesagt, der Staubsauger saugt nur Müll auf. Und Hühner sind kein Müll. Ja, schade. Weißt du, was ich gerade richtig nervig finde? Dass ich die ganzen Gänseblümchen da die ganze Zeit bekomme und mein Inventar voll gemüllt ist von den Gänseblümchen. So. Ich merke aber nichts davon, dass mein Sauger irgendwie stärker ist als vorher. Ich weiß nicht, wie ich das gerade geschafft habe, aber gut. Ich bin irgendwie auf den Gegner gestanden. Das Spiel ist halt ein bisschen weird. Okay. Noch mehr Gegner. Da ist noch ein Gegner. Der hat einen Huhn gefangen. Okay. Okay. Kann man auch mal machen. Oh, schöne Musik. Die haben wir hier alles vom Müll befreien, meine lieben Freunde. Epische Musik hier. Epische, antreibende, uplifting Musik zum Müll entfernen. Das ist doch die richtige Musik, um aufzuräumen, oder? Da kann es mit dem Aufräumen doch nur klappen. So. Easy. Na gut, der Sauger ist doch ein bisschen stärker als vorher. Muss ich gerade mal zugeben. Wir haben das Gebiet auch schon gleich wieder durch, glaube ich. Das Gebiet ist wieder ein kleineres Gebiet hier. Das ist eine Müllwelle irgendwie in der Story, die über die Erde gefegt ist. Frag mich nicht. Ich glaube, das ist der Müll der Menschen. Weil die Menschen sind auf den Mars irgendwie gegangen oder ein paar Auserwählte sind auf den Mars gegangen und haben die Erde verlassen. Und den Müll haben sie halt zurückgelassen, ne? Jetzt räumen wir hier den Müll auf der Erde. Da vorne ist wieder so ein großer, ne? Aber diesmal mit Gummi. Ein großer mit Gummi. Oh mein Gott. Ne, ist gar kein großer mit Gummi. Wo ist der Gegner denn jetzt hin? Okay, der Gegner hat sich da irgendwie reingebackt. Du musst auch bald wieder schlafen, weil wir so viel Lebensenergie verloren haben. Oder wir müssen was essen, das geht auch. Können wir eigentlich auch was essen, was wir so im Inventar haben? Nee. Gut, dass die Menschen alles vollmüllen auf dem Planeten Erde, das ist ja uns bekannt, ne? Wenn Leute sich immer fragen, wo geht der Müll hin, der Restmüll und sowas, den ihr so in eure Mülltonne packt, die gehen einfach auf Haufen. Die werden einfach auf Haufen gebracht. Ja. Dann werden die irgendwann verbuddelt.
als Landfill. Das ist das Ende vom Müll dann. Das ist das Ende vom Lied. Nicht alles ist Wertmüll. Ich hasse es. Die ist auf den Gegner stehen auf einmal, ist ganz weird. Oh mein Gott, wer hat mich denn jetzt noch angegriffen? Woher denn? Wo denn? Ich sehe dich nicht, mein Freund. Wo bist du denn? Ich sehe dich nicht. Wo ist er denn? Hä? Ja, lass erstmal einsaugen hier. Erstmal den ganzen Müll einsaugen. Wir sind bald durch, ne? Dahinter ist der letzte Müll, glaube ich, in dem Gebiet hier. Also in dem Teilgebiet. Ja, nicht mehr so viel Lebensenergie, muss ich gerade auch mal anmerken. Ich weiß, steht doch alles in den Texten. Du siehst ja, was du immer brauchst zum Kaufen, da siehst du, dass Milch kommt. Und du hast ja das Gebäude, du hast ja einen Kuhstall, den du bekommst. Wie gesagt, das Spiel zeigt mir ja, was kommt, da kommt halt nicht mehr so viel Großartiges. Aber hey, ich gebe dem Spiel noch eine Chance heute. Ich habe sogar extra Musik gekauft fürs Spiel. Na, guck mal, hier ist eine Mine, offensichtlich. Oder, hier sind, oder ist das einfach nur ein Zugweg? Keine Ahnung. Sieht sehr groß aus, die Schienen für eine Mine, aber naja. Vielleicht einfach nur ein Tunnel. Ich weiß es nicht. Wenn das Spiel jetzt auf einmal eine Mine hätte mit Erzadern und dann Schmieden und sowas, das wäre was ganz anderes. Wird das Spiel auf einmal unterhaltsam. Aber ich nehme auch an, selbst wenn eine Mine in diesem Spiel existiert, wird sie nur mit einem gefüllt sein, mit Müll. Jede Menge Müll. So. Dahinter sind da wieder Gegner. Nicht? Hm, scheinbar nicht. Ja, wir haben es bald. Den Rucksack hättest du gerne beim Einkaufen, ja. Also wie viel Müll ich hier mitnehme, das ist schon echt, Ich bin halt sehr gut im Müll mitnehmen. Ich habe einen sehr großen Staubsauger. Der hat einen sehr großen Beutel. Offensichtlich. Der hat einen richtig großen Sack, Elvis. Der hat einen richtig großen Sack. Prall gefüllt ist der Sack. Was ist das da hinten? Da ist ein Zug, okay. Also waren das hier irgendwie Zuggleise, okay. Okay, das müssen wir erst öffnen.
Wenn wir da hinten hingehen. Es kommt wieder eins der geilen Rätsel des Spiels. Das mit dem geil war jetzt eher ein bisschen sarkastisch gemeint. Bin ja mal gespannt, was für ein krasses Rätsel jetzt kommt. Ich muss dem Kabel folgen hier rüber. Und eine Batterie benutzen. Yay, Rätsel gelöst. Ich bin manchmal echt ein bisschen fies zu dem Spiel, ne? Aber es ist auch. Es macht es mir auch nicht einfach, das Spiel. Ach, da ist sogar noch ein Knopf, den ich drücken muss. Ah, mein Inventar ist voll. Ja, das ist natürlich super. Dann geht's erstmal wieder nach Hause, ne? Ja, es gab, glaube ich, eine Müllhalde im Postal 2, aber das ist ja auch ein böses Spiel, über das man nicht reden darf, Elvis. Glaube ich. Ich glaube, das ist ein böses Spiel, über das man nicht reden darf. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber... So. Wie viel Müll habe ich jetzt wieder? 9.999, okay, deswegen ist mein Inventar voll wieder. Ups. So. Ich glaube nicht, ich glaube, das Spiel ist auf Liste B. Also du kannst darüber schreiben, ich darf darüber nicht sprechen, das ist immer ein bisschen blöd dann. oh mein Gott, mein Inventar ist immer so voll. Ich mach einfach das Holz da rein. Teil von Ellens Haus, aha. Wir haben Ellen noch nicht mal getroffen, wir haben schon Teile ihres Hauses gefunden. Okay. Da. Mein Humor hat nicht jeder verstanden. Oh. Das ist ein bisschen schade. Damit kann ich aber leben. Aber wir müssen trotzdem mal schlafen gehen. Welcher Humor, der ist mit dem prallen Sack, oder was? Ach so, den Humor. Ach so. Den Humor vom P2, ja. Ja, gut. Manchen Leuten, ja, die verstehen halt keinen Humor. Das ist richtig. Ein schönes Lied. Bam, badam, bam, bam, bam. Okay, dann gehen wir wieder ins Gebiet zurück. Mal ganz kurz wieder neue Müll hier reinmachen. So. Jetzt müssen wir wieder so weit latschen, ne? Oh. Naja. So ist es halt in dem Spiel leider. Weite Laufwege. Der Part ist auch eigentlich vorbei, aber wir laufen jetzt nochmal hin und saugen zumindest nochmal den letzten Dreck ein, den wir gerade eben abgebaut haben. Und für die Leute im Stream dann gleich nicht wundern, wir machen gleich eine längere Pause ist falsch, 5 bis 10 Minuten, ich suche nochmal ein paar Lieder raus, damit wir noch ein paar mehr Lieder in der Playlist haben. Ja, groß ist das Spiel, also von der Fläche, aber abwechslungsreich ist es ja derzeit noch nicht so wirklich, aber naja, schauen wir mal. Schauen wir halt mal, was draus wird. Mit der Zeit. Wir werden jetzt, wie gesagt, einfach noch ein bisschen was machen. Wir werden noch ein bisschen was entdecken und dann schauen wir mal weiter. Und vielleicht bin ich ja so weit irgendwann, dass ich sage, jetzt versuche es aber noch durchzuspielen. Kann ja sein. Wir machen ja gut Fortschritt. Wir haben jetzt bald das ganze Gebiet hier durch. Gut, aber das ganze Gebiet ist, soweit ich weiß, auch nur... Ja gut, das ganze Gebiet gehört, und das, gehört auch dazu. Okay, ich dachte, das wären zwei Gebiete. Na gut, dann haben wir jetzt bald ein Fünftel des Gebiets. Aber hey, da sind wir schon fast auf dem Weg zur Hälfte.
großen Schritten nähern wir uns der Hälfte des Gebiets. Ungefähr, ja, ganz groß Pi mal Daumen. Wenn man ganz, ganz großzügig Pi mal Daumen ist, bin ich hier jetzt bei der Hälfte des ganzen Gebiets. Ja, vielleicht gibt es ja wieder so ein Gebiet, wo man nicht hin kann oder so. Also wie die versunkene Stadt. Das gab es ja auch schon mal. Dabei konnte man ja nicht hin zur versunkenen Stadt. Gehört aber trotzdem zum Gebiet. So, wir gehen noch einmal durch die Tür in diesem Part. Ladezeit der Hölle, okay. Ah, Schnellreisepunkt. Großer Steinbruch. So. Na, guck mal, hier auf die andere Seite kommen wir schon mal nicht. Also alles, was hier irgendwie ist, ist nichts gerade. Oder ist einfach kein Müll da, das kann natürlich auch sein. Na gut, aber dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!